Schulferien, war ja auch an Ostern, ne? Ich habe mich mal mit ein paar Kids getroffen, die Schulferien hatten, und ich habe die Luke die Woche und ich Kids, die wir immer am Start haben, die so putzig sind, die habe ich mal gefragt, was man so feiert an Ostern und warum man überhaupt Ostern feiert, und die haben mal wieder sensationelle Antworten geliefert. Bitteschön. Haben Sie denn gut hergefunden? Nein. Warum feiert man Ostern? Warum feiert man denn Weihnachten? Weil das das Fest der Liebe ist. Weihnachten ist das Fest der? Drei Könige. Weihnachten ist das Fest der drei Könige. Und wie heißen die drei Könige? Elisabeth. Elisabeth. Maria. Maria. Barbara. Und wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, dann ist Ostern das Fest der? Freude. Ja. Hat das irgendwas mit Jesus zu tun? Da wird er aufgeweckt. Weil er drei Tage durchgepennt hat? Nein! So, der Wecker von Jesus geklingelt und der so, oh. Nein! War das heute? Oh Gott. Kennst du Jesus? Ja. Hast du ihn schon mal gesehen, Jesus? Ja. Wie sieht denn der aus? So groß. So groß? Wie viele Meter sind das? 8. 8 Meter? Jesus ist circa 8 Meter groß. Ja, das kommt in etwa hin. Was ist denn das Liebste an Ostern? Dass man Eier suchen. Dass man Eier suchen kann? Hat das irgendwas mit einem Hasen zu tun? Ja. Wer versteckt denn die Eier? Der Osterhase, Mama und Papa. Und der Osterhase? Den gibt es nicht. Wo wohnt denn der Osterhase? Im Wald. Im Wald? Mit wem zusammen? Weihnachtsmann. Und warum versteckt er die Eier? Weil der das so mag. Und wo sind die dann? Manchmal unter der Couch. Oh. Und manchmal auch hinter der Couch. Manchmal auch auf der Couch? Nö. Das wäre ja nicht gut versteckt, ne? Ja, so könnte man das ja direkt finden. Ja, hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Hm? An Trinken gehen oder so. Hm? Ein paar Mädels aufreißen. Nein. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschö. Tschüss. Ja, die Kids.